Der spirituelle Name Omkarnath. Omkarnath ist ein spiritueller Name, der Aspiranten gegeben wird, die das Mantra Om haben oder auch das Mantra Om Namah Shivaya. Kara heißt Klang, Silbe und Om ist das Om und Natha heißt der Meister. Sanskrit wäre es Omkaranatha. Omkaranatha wird in Indien meist verkürzt zu Omkarnath. Omkarnath ist dann die Verkürzung von Omkaranatha, wie sie zum Beispiel im Hindi und anderen indischen Sprachen üblich ist. Natha, also der Herr des Klanges Om. Wenn du als Shiva-Verehrer mit Mantra Om Namah Shivaya den Namen Omkarnath hast, dann soll das heißen, du willst letztlich in allem das Om hören. Auch Om Namah Shivaya ist ja letztlich der Klang des Oms. Und Shiva ist der Herr allen Mantras. Wenn du dein Mantra wiederholst, das mit Om beginnt, dann wirst du Gott selbst erfahren. Die Wiederholung des Mantras führt zur Erfahrung des Göttlichen. Daher wiederhole das Om zusammen mit seinen weiteren Silben und erfahre so den Meister Natha hinter allem. Das gilt, wenn du Shiva-Mantra wiederholst oder auch das Om. Durch die Wiederholung der Silbe Om spüre den Meister des Universums.